An hellen sonnigen Tagen wirft die Kirche des heiligen Domenico aus dem 17. Jahrhundert seinen eleganten Barockschatten auf das Wohnzimmer unter freiem Himmel der Bürger von Tricase, der Piazza Pisanelli. Das Gebäude erhebt sich nur wenig außerhalb des Stadtkerns gegenüber der Pfarrkirche und bewacht den Fürstenpalazzo der Adelsfamilie Gallone. Der Kirchturm mit seiner typisch barocken Turmspitze überragt alle anderen bürgerlichen und klerikalen Gebäude der Stadt. Das Kircheninnere kennzeichnet eine hölzerne Hängdecke, die mit türkis- und goldfarbenen Motiven dekoriert ist. Die Seitenaltäre weisen kostbare Barockverzierungen auf. Es scheint ein Triumph von Statuen und Engelsputten zu sein, die typisch für die Handwerkskunst des hiesigen Tuffstein der Pietralicese sind. Seit 1810 kümmern sich die Brüderschaft des heiligen Rosenkranzen um das Gebäude. Diese Brüderschaft wurde 1579 in Tricase von den Dominikanermönchen gegründet und ist einer der ältesten laizistischen Kirchenvereinigungen der Provinz. Die Kirche liegt direkt am Dominikanerkloster Peter und Paul, das 1809 von den Gesetzen Napoleons säkularisiert wurde und heute verschiedene Gemeindebüros beherbergt. Das Eingangsportal liegt auf der Nordseite des Gebäudes. Die darüberliegende Fassade wurde von einem kleinen Glockenturm mit Uhr verschönert. Auf dieser Fassade hängt eine Steintafel zu Ehren der Opfer des 15. Mai 1935, als während eines gewalttätigen Protests der Tabakfabrikenarbeiterinnen fünf Bürger Tricases getötet wurden.